Ja, hallo Filmfreunde. Ich habe mal wieder ein bisschen zugeschlagen und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Haben wir hier den ersten, hier die Terry, das Vermächtnis, also mein Englisch ist eine Katastrophe. Ja, von dem habe ich gehört, er soll richtig gut sein. Lass mich mal überraschen. So, der nächste ist The Strangers, Opfernacht. Ja. Strangers müsste auch jeder kennen, da brauche ich nichts zu sagen. Ja, mal gucken, was das jetzt für ein Teil ist. Werde ich, wenn ich mal Zeit habe, anschauen. Dann geht's weiter mit The Inhabitant. Klang auch irgendwie gut, deswegen habe ich mir den auch mal mitgenommen. Der Exorzist trifft auf Don't Breathe. Naja. Mal gucken. Ja, mal gucken, ne? Der nächste ist Patient Zero. Ja, der klang auch gut. Deswegen habe ich den auch mal mitgenommen. Das sind alles Filme, die diese Woche rausgekommen sind. Ihr werdet das merken. Ja. Habe ich wieder einiges an Geld dagelassen, was ich eigentlich nicht habe, aber ihr wisst ja, wie das so ist, ne? Als nächstes haben wir Tempus Tormentum. Der müsste uncut sein, wenn ich mich richtig informiert habe. Ich hoffe, der ist es auch. Ja. Ich bin ja mal gespannt, was das ist. Ich hoffe, der ist wirklich uncut. Ja. Tempus Tormentum. Komischer Name. Dann weiter geht's. Das Geheimnis von Marrowbone. Ja. Ja, lass mich auch mal überraschen. Weiter geht's. Primal Rage ist irgendwie so ein Monsterfilm, keine Ahnung. Klang nicht schlecht, deswegen mitgenommen. Aber irgendwie das Bild hier, ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das Bild von einem anderen Film bekannt. Ich hoffe, dass ich den nicht schon unter einem anderen Titel habe. Das passiert ja sehr oft. Also ich hoffe, ich habe den nicht schon. Als nächstes ja, Trashfilm Tsunami, Angriff der Zombiebienen. Klang irgendwie lustig, deswegen habe ich mir den mal mitgenommen. Ja, Sharknado war gestern, jetzt kommt Tsunami. wie eine B-Movie-Version von The Walking Dead mit Bienen. Naja, gut. Die werden von Bienen gestorben und verwandeln sich dann in Zombies. Ja. Trash. Weiter geht's. Die letzte Party deines Lebens. Ja. Kannst du den Film nicht sagen. Wie gesagt, sind ja alle erst rausgekommen. Ja. Die letzte Party deines Lebens. Weiter geht's. The School, Schule des Grauens. Ja, klang auch gut. Mal mitgenommen. Horrorfilm in der Schule, auch mal was Neues. So, dann war ich heute in der Videothek und dann habe ich mir in der Videothek noch ein bisschen was mitgenommen. Dann haben wir den ersten Evidence, diese scheiß Aufkleber mit den Preisen, die kleben immer so blöd auf den Hüllen, die gehen nicht ab. Ich habe es probiert, also die gehen leider nicht ab, also die Rückstände muss ich halt drauf lassen. Ich habe auch keine anderen Hüllen, um den auszutauschen. Der Film klang irgendwie ganz gut. Deswegen habe ich mir da mitgenommen. Ja, Videothekenfilm. Mal gucken, was das ist. So, als nächstes haben wir Prisoners of the Sun. Ja, der klang auch ganz gut. Ja. Ihr könnt ja mal lesen, worum es da geht. Ihr könnt ja mal auf Pause drücken. Also es klang nicht schlecht. Deswegen habe ich mir den auch mal mitgenommen. Nicht wieder rausfallen. Ja. So, nächste ist The Spiral, tödliches Geheimnis.
Diese Kleberückstände, die gehen mir so auf den Nerv hier, aber die gehen nicht ab. Hab auch keine Fingernägel. Ich hoffe, den Film habe ich nicht auch schon, weil irgendwie vom Lesen kam der mir bekannt vor. Ich hoffe, dass ich ihn noch nicht habe. Ja, das Spiral. Dann als nächstes Planet der Monster. Ich hoffe, den habe ich auch noch nicht. Ich habe keinen Durchblick mehr, tut mir leid. Aber klang auch irgendwie nicht schlecht. Deswegen habe ich den auch mal mitgenommen. Ja. Planet der Monster. Dann als nächstes Bloodwork. Experiment außer Kontrolle. Da ging wenigstens der Aufkleber richtig ab. Ja, klang auch gut. Mal mitgenommen. Ja. Was soll ich groß sagen? Kenne den Film ja nicht. Jo. Bloodwork. So, und dann kommen wir zum letzten. Eden, überleben um jeden Preis. Ja. So, hier noch ein Aufkleber, sehe ich gerade. Ach, diese Aufkleber, die gehen mir auf den Keks. Was ist denn natürlich zu meinen Macarons sagen? Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass er zu dir. Ach, mach ich gleich. Irgendwie ist ein Flugzeug abgestürzt und die kämpfen da jetzt auf so einer Insel ums Überleben. Keine Ahnung, klang gut. Mitgenommen. Ja. Das war der letzte. Ja. Das war dann schon wieder mein Update. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Jetzt habe ich ab. Ja. Und man sieht sich beim nächsten Video. Danke euch vielmals, auch für die ganzen Abonnenten, die ich jetzt neu bekommen habe. Also vielen, vielen Dank, ihr seid echt klasse. Und für die vielen positiven Kommentare, die ich in den letzten Videos bekommen habe. Also es tut gut, echt so gute Kommentare zu bekommen. Ja. Also vielen, vielen Dank an all meine Abonnenten, ihr seid spitze. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis dann. Ciao, ciao.